Hi, guten Morgen, smarte Bankkunden. Heute geht es um das Comdirect-Depot. 9 Gründe, die dafür sprechen. Diese schauen wir uns im Detail an und einer dagegen. Für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Gregor Janicke. Insgesamt habe ich Zugriff auf 7 Comdirect-Depots und das ist hier unser Webportal, unser Spezialportal für smarte Bankkunden, eingeblendet der Begleitartikel, wo ich mit Ihnen diese 9 Punkte und diesen einen zum Schluss durchgehen werde. Als Unternehmer eröffnete ich im Jahr 2009 das erste Comdirect Depot als eine Betriebsrücklage. Danach folgten meine privaten Konten, auch für die Familie mit Junior Depots. Und als Bevollmächtigter habe ich auch Zugriff auf noch ein weiteres Comdirect Depot. Sie können also davon ausgehen, dass ich einiges an Erfahrung mit in dieses Video bringe. Aber natürlich kann ich nicht alles wissen und einige Dinge unterliegen auch den Änderungen. Deswegen gleich vorweg bitte ich Sie, Ergänzungen und Ihre eigenen Erfahrungen können Sie einbringen in unseren am Ende dieses Artikels, den Sie hier eingeblendet sehen, dass die Kommentarfunktion, die super regel genutzt wird und dafür vielen, vielen Dank an die vielen smarten Bankkunden, die sich daran beteiligen. Sie können natürlich auch bei YouTube die Kommentarfunktion nutzen. Steigen wir ein, die 9 Punkte. Die 9 Punkte habe ich Ihnen in Stichpunkten hier vorne als Übersicht schon reingetan. Wir gehen aber gleich runter. Es ist nämlich ein... Achso, falls Sie das noch nicht haben, hier oben, Sie finden im Artikel immer so die gelben Button, wenn Sie darauf klicken, kommen Sie dann zur Seite des Anbieters. Ich klicke mal kurz drauf. Falls Sie das Konto noch nicht haben, haben Sie immer dort die Einladung, das zu öffnen. Dass das Sinn machen kann, das wird dieses Video für Sie zeigen. Es sei denn, Sie gehören zu den Leuten, die sagen, Moment, dieser eine Punkt am Ende, der hat's für Sie vielleicht in sich, für mich nicht, denn ich habe ja schon einige Comdirect-Depots. Also erstens, kostenlos. Das erwartet man natürlich von einer Direktbank, das ist kein Alleinstellungsmerkmal, das haben viele gute Banken, aber es haben die nicht alle. Ne? Ich kenne selbst einige Banken, die eine Jahresgebühr für ein Depot halt erheben. Das haben wir natürlich bei der Comdirect nicht, gehen wir gleich weiter. Zweiter Punkt, ein tolles Online-Banking. Ich habe hier einfach mal auch ein Foto eingeblendet. Ich scroll gleich runter, aber was ich Ihnen auch hingeschrieben, alternativ Telefon und Post. Das ist für einige Leute ganz wichtig, übrigens auch für mich, weil wenn Sie keinen Zugriff auf Online-Banking haben, aus welchen Gründen auch immer, Sie können anrufen, die kommen direkt und Aufträge erteilen. Das kann in verschiedenen Lagen, ich brauche es selten, aber wenn man es braucht, ist man natürlich super dankbar und es gibt einige auch sehr günstige Anbieter, die hier im Online-Bereich, die haben das nicht, da muss man alles online machen und wenn man es nicht online machen kann, dann ist man ein bisschen, nein, da ist man einfach gekniffen, sagen wir so, wie es ist. Also das funktioniert mit dieser Bank, finde ich richtig klasse. Was ich auch im Online-Banking richtig klasse finde, habe ich Ihnen hier einen Bildschirmdruck gemacht, Sie können sich Notizen machen. Hier ist die Übersicht, hier habe ich Wertpapiere und ich habe Ihnen natürlich aus meinem eigenen Depot hier den Bildschirmdruck gemacht, natürlich auch von der Position, die ich Ihnen gerne zeige. Nicht alle Positionen sehen so aus mit so netten Gewinnen, aber ganz ehrlich, ne, wenn man schon ein Video dreht, dann sucht man das aus, was einem gut gelungen ist. Hier kann man, wenn man hier raufklickt, öffnet sich dann so ein kleines Fensterchen und da kann man sich nur Notizen machen. Ich nutze es dazu beispielsweise, wenn ich ein Wertpapier kaufe, dass ich mir einfach notiere, warum habe ich das gemacht. Ja, dann kann ich später mich immer noch mal nachschauen, was war mein Entschluss. Aber auch wenn ich Teilverkäufe, hier habe ich mal einen Teilverkauf gemacht. Wir sehen noch, die Rendite ist natürlich hochinteressant. Und habe dann gesagt, okay, Teilverkauf bei über 100%, der Rest läuft jetzt umsonst weiter, zahlt auch noch Dividende. Das ist so eine meiner kleinen Lieblingspositionen im Depot. Das hat man schon, Telefon oder per Brief möglich, also Sie sind handlungsfähig, auch in Notfällen. Spannend, Arbeiten mit Limits, das gibt es natürlich nicht nur bei der Comdirect, aber ich habe Ihnen auch so ein bisschen immer was mit reingebracht jetzt in den Artikel, in das Video, wie ich selber agiere. Vielleicht ist das für Sie interessant, Sie können gerne Ihre Strategien über die Kommentarfunktion ergänzen. Das Einstellen, Ändern und Löschen ist natürlich kostenlos von Limits. Das können Sie so oft machen, wie Sie wollen. Das ist übrigens auch bei den meisten Depotanbietern der Fall. Es gibt einige wenige, die haben dann immer noch so eine Gebühr von 4,99 oder sowas. Das muss nicht sein, aber es ist fast Standard geworden, dass es nichts ist. Sie sehen, dass ich davon arbeite. Ich arbeite damit sogar öfter, um Abstauber. Ich nenne es Abstauber, weil Limits habe ich, glaube ich, irgendwo mal aufgeschnappt, den Begriff. Da kann man nämlich
wenn man von einem Aktienunternehmen oder von einem anderen Wertpapier überzeugt ist und sagt, ja, ich habe davon vielleicht schon was, ich täte gerne noch mehr kaufen, aber nicht zum aktuellen Preis. Und es gibt ja immer wieder, wenn man sich die Kurse anschaut von Wertpapieren, nicht bei allen, aber bei vielen, wo es dann mal so einen Bogen nach unten macht. Ja, warum kann sowas passieren? Was kann da passieren? Das kann zum Beispiel sein, dass man schlechte Quartalszahlen kommt. Es kann auch sein, dass ich liebe eigentlich solche Skandale. Ne? Es gibt immer mal wieder was, die Presse muss was schreiben, sie sollen es kaufen. Wann kaufen sie? Wenn sie Headlines haben. Richtig schöne Headlines, am besten natürlich welche, die auch Angst verbreiten. Nicht, dass ich die liebe, aber so ist die Welt nun mal draußen, so funktioniert sie. Und wenn Sie in den Blätterwald bei den Zeitungen schauen, was steht da oben drauf? Sie werden zu 90% negative Schlagzeilen finden. Auch gerne bei Unternehmen, auch die Finanzpublikationen arbeiten gerne damit und dann wird schon mal gern heftig übertrieben. Was passiert? Der Kurs, der saust natürlich nach unten, dann kann ihr Limit ziehen und hinterher stellt sich ein paar Tage später raus, ach na, so schlimm war es ja vielleicht doch gar nicht gewesen und sie haben einfach günstig eingekauft. Auf dieses Thema kommen wir in dem Video nochmal kurz zurück bei einem anderen Punkt. Also das war Punkt 3, Arbeiten mit Limits. Funktioniert auch in die andere Richtung bei Verkauflimits, ja, wenn Sie sich jetzt beispielsweise von einem Wertpapier trennen wollen und Sie wollen halt einen guten Kurs haben, ja, denn können Sie auch ein Limit nach oben setzen. Vierter Punkt, Banking-App. Ich habe Ihnen ein Foto jetzt hier von meinem Smartphone mal reingemacht. Banking-App, da sind Sie mobil handlungsfähig. Ich hab da schon gehandelt mit, ja, aber das ist nicht so mein Standardding. Das ist vielleicht auch für Leute, die vielleicht öfter mal mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Im Auto ist das halt anders, da gehören die Hände ans Lenkrad. Oder die bei ihrem Arbeitgeber zwischendurch Pausen haben, die dann irgendwie gucken wollen, ja, oder Dings, die können wunderbar mit der Comdirect auch mobil im Depot arbeiten. Funktioniert relativ gut, zumindest so, wie ich es gemacht habe. Sie sind mobil handlungsfähig. Die App ist ganz okay. Punkt 5, 100% Rabatt auf Ausgabeaufschläge. Das ist jetzt für Sie möglicherweise interessant, wenn Sie halt in Fonds und ETFs sparen wollen. Das ist natürlich auch kein Alleinstellungsmerkmal. Viele Anbieter bieten 100% an. Es gibt natürlich auch Leute, die sparen extra nur in Fonds, wo sie 100% Aufgabe aus, also diese Ersparnis haben. Wenn Sie jetzt nicht wissen, was ist, ganz kurz erklärt, wenn Sie einen Fonds kaufen oder wir haben das jetzt hier auch gemacht, häufig sind so 5% Ausgabeaufschlag, das ist einfach die Gebühr, dass Sie da halt kaufen können, wenn Sie es nicht über die Börse kaufen, dann Sie haben die Möglichkeit, wie eine Aktie an der Börse zu kaufen, dann zahlen Sie die Ordergebühr, nicht den Ausgabeaufschlag und den Ausgabeaufschlag, wenn Sie quasi direkt über die kommen, direkt über die denn mit der Fondsgesellschaft zusammenarbeitet, halt zahlen. Da kommt es auf die Strategie ein bisschen drauf an, wie viel möchte man kaufen. Kauft man halt viele Fondsanteile, dann kann es Sinn machen, halt über die Börse zu gehen, weil der Aufgabeaufschlag nicht prozentual ist oder nur ein bisschen prozentual. Und bei Sparplänen ist es ja dann so, dass man hauptsächlich direkt, dann kauft man es direkt von der Gesellschaft. Ganz so tief möchte ich gar nicht eingehen. Einige Fonds haben halt 100%, viele haben 50%, das ist so ein bisschen der Standardsatz bei der Comdirect, die möchte halt auch Geld verdienen, aber sie brauchen auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn sie einen Fonds zu 100% nehmen, weil, wie schaut es denn aus, die Fondsgesellschaften machen eine kleine Rückvergütung immer zur Depotbank, das nennt man Kickbacks, in dem Depotbereich verdienen Banken sowieso ganz, ganz gut, das ist auch warum der Hintergrund, einige Banken jetzt mehr Richtung Depot gehen, da das in den Vordergrund rücken, ja, sie werden, wenn sie ein Girokonto bei der Bank haben, ja, auch dieses Jahr gelegentlich mal ein bisschen Depotwerbung bekommen, weil ein Girokonto ist nicht mehr so viel zu verdienen. Das ist teurer geworden, auch durch verschiedene neue Gesetzgebungsverfahren. Und außerdem will man ja auch ein kostenloses Girokonto haben. Und wir haben ja noch genug, aber im Depot ist es so, ist ja auch kostenlos. Aber wenn Sie was tun, dann passiert natürlich was. Das Handel, das was an der Börse, da gibt es sowieso halt Gebühren und da kann man auch als Bank noch einen kleinen Ticken rauflegen. Bei der Comdirect ist kein Billigheimer, ist aber auch nicht besonders teuer, liegt in der Mitte. Was ich Ihnen mit diesem Video zeigen möchte, sind noch die 9 Punkte halt, die dafür sprechen. Und bei diesem Punkt 5 finde ich auch ganz interessant, die Comdirect hat relativ viele gute Fonds. Ich bin jetzt nicht so großer Fondssparer, es sind ja mehrere tausend, wer soll denn einen Überblick haben? Es gibt bestimmt Leute, die einen Überblick haben, ich habe ihn nicht, aber hin und wieder packt mich was. Wir haben ja hier letztes Jahr auch das Buch vorgestellt, High Returns from Low Risk, was super Anklang gefunden hat. Wir haben, glaube ich, auch unheimlich viele Kommentare, ja, über 70 Kommentare dazu. Da hat sich hervorragende Diskussion entwickelt. Also wenn Sie auf unserem Webportal sind, gehen Sie ruhig mal in die anderen Artikel rein. Wir haben oben rechts eine Suchfunktion. Das sieht man jetzt hier im Bild nicht. Sie ist weiter rechts. Das Portal geht in der Richtung noch weiter. Und
hin und wieder gelingt uns auch eine Zusammenarbeit mit der Comdirect. Sie beobachten, es gibt also die Banken, die wir stark beobachten. Wir haben natürlich auch Abteilungen, die die Webseiten draußen beobachten. Ja? Und von daher ist es vielleicht auch gar kein so richtig ein Wunder, dass dann auch eine E-Mail kommt. Dieser Fonds, den wir vorgestellt haben, von dem Buch, ist nämlich auch dann sparplanfähig geworden. Ganz herzlichen Dank an der Stelle auch an die Comdirect, dass sie da ja, so auch handelt. Ne? Wenn also nicht jeder Fonds sparplanfähig ist, relativ viele, aber wenn mehrere Leute sagen, den würde ich gerne besparen, ja, dann kann man auch mit der Bank reden. Die gucken dann auch, kriegen wir den eingekauft, können wir den reinstellen. Ja? Und dann kann es dazu kommen. Okay, genug jetzt zum Fonds sparen. Wertpapierkredit clever nutzen. Wertpapierkredit, das war vor 2 Wochen ja schon ein separates Video. Da gibt es einen langen Anleitungsartikel. Ich linke auch mal kurz rein, wenn Sie das mehr interessiert. Die Comdirect hat aus meiner Sicht den besten Wertpapierkredit, den man am deutschen Markt halt bekommen kann. Wir gehen gleich kurz auf die Vorteile rein. Ich zeige Ihnen nur, die Seite ist wahnsinnig lang, ist hier nochmal unterteilt in Beantragen, Erhöhen, Eröffnen und so weiter, Fragen und Antworten. Und auch hier vielen Dank an unsere Community, wenn wir hier runterscrollen. Das sind, ups, Entschuldigung, ich bin von der Maus abgerutscht. Das kann mal passieren. Auch schon 29 Kommentare und schauen Sie ruhig rein. Das ist ein Artikel, der ist einmal da und der wird dann weiterentwickelt durch smarte Bankkunden. Also es ist eine ideale Plattform für Sie, wenn Sie sich für dieses Thema speziell interessieren. Deswegen machen wir gerne thematische Artikel. Heute insgesamt kommen direkt diese 9 Punkte und einer dagegen, den Wertpapierkredit. Ganz kurz zu den Eckdaten. Für das Länge können Sie sich das andere Video anschauen, was ich Ihnen hier oben gleich mal reinlinke. Um damit zu starten, brauchen Sie ein Depotvolumen von mindestens 3.000, also von 3.000 Euro oder mehr. Können Sie ansparen oder können Sie auch von einem anderen Depot übertragen, rüberziehen. Warum kann es Sinn machen, den zu beantragen? Sie können dann behalten damit eine Kreditlinie, die nicht in die Schufa eingetragen wird, für einige Leute hochinteressant. Und auch, jetzt hätte ich fast den Faden verloren, also schaue ich hier in den Begleitartikel rein. Und ohne Einkommensprüfung. Also Sie brauchen sich vor der Bank nicht nackt machen, so wie man das sonst vielleicht von Krediten kennt. Denn was spricht für Sie? Ihre Bonität. Sie haben Wertpapiervermögen aufgebaut und das ist Ihre Bonität. Die Wertpapiere haften sozusagen dafür, dass Sie den Kredit hinterher zurückzahlen. Sie brauchen die aber nicht nehmen. Ja, Sie beantragen erstmal eine Kreditlinie. Was Sie mit dieser Kreditlinie wiederum machen, das ist Ihnen überlassen. Sie können sich das Geld wegüberweisen und sonst was mitmachen. Beispielsweise ein Unternehmen gründen oder ein Auto kaufen, in Urlaub fahren oder sonst was. Sie können es aber auch einfach lassen. Und jetzt kommen wir arbeiten mit Limits wieder. Sie können beispielsweise Abstauberlimits einstellen und immer wenn Sie eine Kauforder haben, ja, dann wird das Geld, was für diese Order ist, blockiert. Das heißt so, dass wenn die Order, wenn der Kurs kommt, dass die Kauf ausgeführt wird und dass es genügend Geld auf dem Konto ist. Wenn Sie das jetzt mit verschiedenen Wertpapieren machen, dann ist schnell natürlich Ihr Guthaben auf dem Konto aufgebraucht. Sie können das, es ist noch da, es ist nur blockiert. Ja? Aber Sie können das erweitern durch den Wertpapierkredit, durch diesen Rahmen. Es fallen dafür absolut keine Zinsen an, wenn es einfach nur eingestellt wird. Wenn er genommen wird, fallen aktuell günstiger knapp unter 4%, 3,9 an. Recht praktische Sache, muss nicht jeder machen. Ich sage nur, das ist eine Option. Es gibt nicht so viele Wertpapierdepots, die überhaupt Wertpapierkredite anbieten. Teilweise auch aus Politik der Bank, dass sie sagen, wir wollen dieses Risiko unseren Kunden nicht geben, weil sie arbeiten quasi, sie können mit einem Kredithebel arbeiten. Sie brauchen es aber nicht. Das ist Ihnen oblassen. Sie können es einfach nur einrichten und sehen es als zusätzliches Dispo. Der Zinssatz ist ja auch halb so hoch wie vielleicht üblicherweise bei Dispos. Also insofern, Sie erweitern sich einfach Ihren finanziellen Handlungsspielraum und das schufafrei, weil Ihre Bonität, Ihre Wertpapiere sprechen für Sie. Hier nochmal ein kurzes Bild, wie man das erhöhen kann. Der Link führt Sie dann darauf zu dem ausführlichen Artikel. Gehen Sie rein, wenn Sie es interessiert. Wenn Sie es nicht interessiert, Sie aktuell noch dabei sind, überhaupt Vermögen aufzubauen, habe ich den Punkt 7 für Sie. Wertpapiersparpläne ab 25 Euro im Monat. Also Sie können den Betrag frei wählen, aber 25 Euro müssen sein. Kann nicht im Monat, sondern pro Ausführung. Sie können die Ausführung von einem Sparplan monatlich machen. Das machen die meisten, das ist klassisch. Sie können auch sagen, alle 2 Monate oder es soll quartalsweise nur ausgeführt werden. Besparbar, ich scroll ein bisschen weiter hier runter, denn ich habe Ihnen hier
hier einen Screenshot aus dem Depot von meiner jüngsten Tochter reingetan. Sie sehen schon, was da drin ist. Wir haben einen Fonds, wir haben einzelne Aktien und wir haben hier auch nochmal einen ETF. Das ist super günstig, gerade ich liebe es einzeln. Also viele machen ja Fonds sparen, das ist klassisch, das kennt man schon seit ganz, ganz, ganz vielen Jahren. Das Sparen in Aktien ist auch nicht mehr so neu. Ich habe vor ein paar Jahren einen der ersten Artikel darüber veröffentlicht. Das ist recht spannend, was die Bank für uns gemacht hat, weil wenn Sie eine Aktie kaufen, wie beispielsweise Berkshire Hathaway, kriegen Sie für 25 Euro natürlich überhaupt gar keine einzelne Aktie. Und wenn Sie nur eine Aktie kaufen und die Ordergebühr dazu, ja, mal angenommen, sie liegt bei 9,90 Euro, dann, Entschuldigung, mal kurz den Ton aus, wir müssen das Video zu Ende kriegen. Liegt sie bei 9,90 Euro mal angenommen, dann ist das auch kein guter Wert halt, ne? Keine gute Rendite. Die Gebühren, die auch die Comdirect möchte Geld verdienen, muss sie auch, aber das kostet nur 1,5%. Und ich habe es Ihnen hier ausgerechnet, wenn Sie für 25 Euro einen Sparplan einstellen, dann sind die Gebühren bei nur 38 Cent. 38 Euro Cent pro Ausführung, das ist natürlich super, super günstig und ist mittlerweile ein großes Spektrum, also an Fonds sowieso sind viele sparplanfähig und auch Einzelaktien sind es über 100. Ich habe mir auch reingeschrieben, meine große Tochter, die mag McDonald's ganz gerne, da haben wir einen Sparplan auf McDonald's eingerichtet und mein mittlerer Junge, der hat Coca-Cola bei sich halt drin. Ne? Das sind auch Sachen, wo man Kinder ranführen kann, ja, wo man das ist Unternehmen und sie gehen dann möglicherweise zu McDonald's hin oder kaufen sich eine Coca-Cola und dir gehört ein Teil dieses Unternehmens. Was passiert damit, ja? Diese Unternehmen haben seit mittlerweile Jahrzehnten sind sie erfolgreich. Ja, ob sie jetzt selber das Unternehmen mögen oder nicht, was ist aber, sie sind mit dem, was sie tun, ziemlich erfolgreich und das erkennen sie als Aktionär daran, dass sie Dividende erhalten. Also das Unternehmen produziert Gewinne und der Jahresüberschuss wird, ein Teil wird für Investitionen genommen, ein anderer Teil wird einfach an die Anteilseigner, an denen der Laden gehört, ja, ausgeschüttet. Es sind amerikanische Aktien jetzt, die Sie hier im Depot sehen. Bei denen ist es klassischerweise, dass viermal im Jahr, also pro Quartal, eine Dividende gezahlt wird. Und da sehen Sie dann, hier in dem Fall im Junior Depot, alle drei Monate kommt ein kleines Geld, eine kleine Dividende da rein. Ist gerade in diesen niedrigen Zinsphasen schon recht spannend. Obwohl ich in diesem Video auch ein bisschen aufpassen möchte, ne? Die Börse ist in den letzten Jahren super gut gelaufen. Ne? Es gibt insgesamt immer diese Schwanken. Ich möchte hier niemand in Aktien reindrängen. Ja? Ich möchte ihn eher ein bisschen mehr über das Thema informieren. Ich lese ja auch amerikanische Literatur. Schade, ich habe es jetzt das Heft nicht da. Vielleicht blende ich es Ihnen hinterher kurz ein, wo dann auch so gewarnt wird. Ja, die Börse ist schon gut gelaufen. Es wird auch mal einen Schwenker wieder nach unten geben, aber wir wissen nicht wann. Ne? Das muss man immer wissen. Aber wenn man jetzt langfristig im Junior Depot agiert, bei so ganz großen Unternehmen, zumindest wenn man die Vergangenheit zurückschaut, ist bei einigen Werten recht gut gelaufen. Man kann natürlich auch deutsche Unternehmen haben, zum Beispiel Firman ist jetzt ein Unternehmen, was meine Tochter auch im Depot hat. Da gibt es dann einmal im Jahr die Dividende. Jetzt haben wir uns aber ganz schön aufgehalten. Gehen wir weiter zu Punkt 8, weil ich glaube, dass einige von Ihnen auch erstmal auch interessant sind. Punkt 10, also den, wo ich gesagt habe, oh, Obacht, ja, erfahren wollen. Also Punkt 8, Telefonsupport und Optionen auf Comdirect First. Also seit 13 Jahren bin ich aktiv mit solchen Webseiten, wo ich über Banken berichte. Das heißt, Sie können sich vorstellen, dass ich in diesen Jahren mehrere tausend Anrufe, haben das Telefon eben gehört, bei Banken gemacht habe, mit ganz vielen Kundenservice Kontakt hatte. Und ich kann sagen, die Comdirect gehört vom Kundenservice absolut zu einem meiner Lieblingsbanken. Man hat immer mal jemand dran, wo es nicht so passt, ja, das muss man auch zugeben, aber es ist super schnell jemand dran. Von der Vorbereitung ist es auch recht praktisch. Sie geben Ihre Zugangsnummer im Telefon ein und den PIN. Das heißt, wenn Sie beim Kundenberater, was auch ein Banker ist, bei der Comdirect rauskommen, ja, dann hat er schon mal auf dem Bildschirm, er weiß, wie Sie heißen und sieht schon mal Ihr Konto. Das heißt, man spart sich so die Anfangsphase, man spart sich so diese Legitimierung. Die Legitimierung ist ja das, ja. Das ist wundervoll und ist gleich dran. Es verkürzt also die Telefonzeiten bei der Bank, damit verkürzt es auch Ihre Wartezeiten. Herrlich. Rund um die Uhr. Ich habe auch schon Sonntagnacht angerufen. Manchmal gibt es Dinge, die beschäftigen einen. Und bevor Sie nicht nachts schlafen können, ja,
haben Sie lieber eine Bank, wo Sie auch nachts anrufen können oder egal an welchem Tag, Sie können rund um die Uhr bei der Bank anrufen. Und die sind auch super freundlich mitten in der Nacht. Das ist echt klasse. Es kann natürlich sein, dass es eine Sache ist, die von einer Abteilung, nicht alle Abteilungen arbeiten rund um die Uhr. Ja? Es geht immer jemand dran und die sind auch relativ gut. Aber es gibt ein paar Sachen, die muss natürlich dann quasi so zwischen 8 und 16 Uhr oder 8 und 18 Uhr, wie halt die normalen Abteilungen arbeiten, behandelt werden sein. Kann man ihnen Rückruf einstellen oder sie kriegen per E-Mail dann Bescheid. Das klappt wunderbar. Das mag ich tatsächlich ganz gerne bei der Bank. Ausblick, Comdirect First. Ich weiß nicht, ob Sie schon davon gehört haben. Es gibt noch eine ganz besondere Kundenberater für Leute, die entweder besonders vermögend sind oder besonders viel bei der Comdirect handeln. Mit unserem Programm, dem Aufsteigertraining und wo es das Kontensystem zur Entschuldigung. Unser Aufsteigertraining beginnt ja mit dem Kontensystem der finanziellen Freiheit, wo die Comdirect das Herzstück der goldenen Gans ist. Ja, das ist ein Coaching-Programm. Falls Sie es noch nicht kennen, unten mache ich Ihnen den Link rein. Ich kann ja auch zum Artikel hier oben den Link reinmachen. Da ist es natürlich unser Ziel, viele von unseren Teilnehmern zum Comdirect First-Kunden zu machen. Das ist der kleine Ausblick. Sozusagen in diesem Vorstellungsvideo zur Comdirect Bank. Punkt 9, eine leichte Depoteröffnung. Also das ist auch wunderbar. Ich erinnere mich noch daran, wo ich mal ich habe ja viele Bankbeziehungen in der Filialbank lange gesessen habe und es mussten unheimlich viele Dokumente unterzeichnet werden und auch abgeheftet. Auch bei der Comdirect sind es ganz schöne Seitenanzahl. Das liegt nicht immer unbedingt an der Bank, sondern es liegt, dass es sehr viele gesetzliche Vorschriften dazu gibt und die müssen alle eingehalten und unterschrieben werden. Man kann es aber auch leicht machen dem Kunden, also relativ einfach. Die Comdirect hat das ziemlich gut gelöst mit dem Online-Antrag. Sie werden durchgeführt, sie haben da auch, geben natürlich ihre persönlichen Daten an, geben ihre Wertpapiererfahrungen dran an, die sie schon bereits haben. Und danach haben sie die Möglichkeit zur Legitimation, das muss auf jeden Fall sein, das ist gesetzlich vorgeschrieben, zwischen Videoident und Postident. Postident, das kennen Sie vielleicht auch von anderen Sachen. Sie gehen halt mit Ihrem Ausweis oder Reisepass zur Post und haben den Coupon dabei. Wird halt geguckt, abgeschrieben, Sie unterschreiben nochmal für die Richtigkeit, weggeschickt, ist fertig. Wenn die andere Option ist, wo Sie das Haus nicht verlassen brauchen, ist, Sie machen das mit Video. Also es geht an einem normalen Computer wie hier oder teilweise auch auf dem Smartphone, dass Sie ein Videogespräch mit jemandem von der Comdirect halt haben und dann halten Sie Ihr Gesicht und Ihren Ausweis da in die Kamera. Funktioniert ganz gut. Wir haben das auch für Sie. Ist ja nicht so, dass wir wollen unsere smarten Leser und smarten Bankkunden nicht im Regen stehen lassen. Von daher haben wir unheimlich viele Anleitungen. Sie können auch eine Anleitung suchen über die Suchfunktion. Hier habe ich Ihnen, das ist für die Depoteröffnung Schritt für Schritt. Das hat die Steffi gemacht. Ein Artikel, wo es nochmal denn durchgeht, hier durch die einzelnen Formulare, wo auch nochmal Erklärungen dazu sind. Das ist eigentlich selbsterklärend, aber wenn Sie wollen, können Sie sich das vorab schon mal anschauen. Wir haben aber hier die ausführliche Anleitung mit dem, genau, auch nochmal ein Video, wie das funktioniert mit der Legitimierung, falls Sie sich das vorab mal anschauen wollen. Das haben wir hier auch nochmal und da sehen Sie, halten Sie den Ausweis einfach in die Kamera. So, das war Punkt 9. Wir wären fast zu Ende, hätte ich nicht gesagt. Es gibt noch den Punkt 10, wo ich sage, zu dem scrollen wir jetzt. Ein Grund dagegen. Es ist kein inhaltlicher Grund. Also vom Inhalt, ja, was ich Ihnen jetzt vorgestellt habe, merken Sie schon, ich bin super begeistert von Comdirect und möchte Sie in diesem Video insofern empfehlen, dass Sie sich die Bank zumindest mal anschauen. Ja, wenn Sie schon Erfahrung auch mit Depots haben, können Sie sagen, gehen Sie schon mal rein und testen das. Ja. Aber das klappt leider nicht für alle. Und zwar, Sie brauchen einen Wohnsitz. Der Wohnsitz in Deutschland ist gut, ist relativ einfach, weil können Sie mich auch Postident machen. Die Comdirect nimmt aber auch Kunden aus anderen Ländern, Österreich, Schweiz. Und wenn Sie Auslandsdeutscher beispielsweise sind, für eine Zeit ins Ausland gegangen sind zum Arbeiten oder wenn Sie sogar ausgewandert sind, haben Sie die Möglichkeit, bei der Comdirect trotzdem noch ein Depot zu eröffnen. Das kann für viele Sinn machen, dass sie auch noch einen Teil ihres, je nachdem, in welches Land sie gehen, einen Teil ihres Vermögens auch noch in Deutschland haben. Gerade wenn sie sich vergleichsweise andere Banken anschauen im Ausland, wo es um Aktien, um Fonds und so geht, da liegen wir von der Abwicklung, von den Konditionen in Deutschland also richtig spitze. Aber die Ausnahme, und jetzt kommen wir mit dem Punkt, USA, Kanada, wenn sie nach dahin ausgewandert sind oder steuerlich mit den beiden Ländern zu tun haben,
dann klappt das nicht mit der Depoteröffnung bei der Comdirect, übrigens auch bei anderen deutschen Banken nicht, aber bei anderen europäischen Banken nicht. Das hat einfach diesen Steuerkonflikt da, damit zu tun. Insofern nicht. Alles andere, wenn Sie überall woanders sind, kann ich Ihnen empfehlen, beschäftigen Sie sich mit dem Thema gerade jetzt in den, wenn Sie entweder ein Vermögen aufbauen wollen oder wollen Sie auch gar nicht wissen, wohin mit Ihrem Geld. Ich erlebe immer wieder Leute, die sagen, was soll ich machen? Ich habe jetzt die letzten Jahrzehnte immer schön Sparbriefe gehabt, ich habe Festgeldanlagen, habe Tagesgeldanlagen. Und wenn ich mir den Zinssatz anschaue, dann kriege ich die Kullertränen im Auge. Ich brauche Alternativen. Einfach beschäftigen. Mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Schauen Sie sich das an, tasten Sie sich rein. Wir haben auch dieses Programm, wo wir Sie mitnehmen. Dazu nochmal halt den Link unten drin. Und Sie können natürlich auch kommentieren. Kommentare finden Sie natürlich weiter unten hier auf unserem Webportal. Das soll es an dieser Stelle für dieses Video gewesen sein. Ich sehe, wenn ich auf die Uhr schaue, schon wieder Respekt, wenn Sie das bis zu Ende angeschaut haben. Ich wünsche mir, dass Ihnen das ein Stück weit geholfen hat. Wenn Fragen, einfach drunter und Erfahrungen gerne, gerne. Auch von den Erfahrungen kann ich lernen und in weitere Videos mit reinnehmen. Vielen Dank, dass Sie dieses Video zu Ende gesehen haben. Und es gibt eine Sicherheit für Sie. Nächsten Sonntag gibt es ein neues Video und darauf dürfen Sie sich freuen. Ich freue mich auch, denn bis nächsten Sonntag.